Bis vor kurzem galt noch das Mantra, oh, was soll denn eigentlich passieren? Alles gut, Notenbanken sind auf unserer Seite, Stimulus, Wirtschaft, alles super, alles schick. Jetzt plötzlich zumindest die Furcht, dass uns das Ganze so ein bisschen aus der Kurve fliegt, überhitzt, die Inflation praktisch aus dem Ruder schießt. Dementsprechend weiß man jetzt nicht, was man von dieser ganzen Geschichte halten soll. Man weiß jedenfalls, dass man Tech-Werte verkauft hat. Die sind gestern schwer unter Druck gekommen und heute steht der Jerome Powell unter Druck, denn er steht in einem ziemlich blöden Dilemma, denn einerseits ist es so, wenn er jetzt nichts sagt, nicht interveniert wie gestern Madame Lagarde, dann dürften die Renditen für US-Staatsanleihen weiter nach oben schießen mit den Kollateralschäden, die das hat. Dann würden praktisch die Anleihen wieder als Alternative zu den Aktien gelten können auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde dann eben das eintreten, was eigentlich nicht gewünscht ist. Die Kapitalmarktzinsen würden teurer werden oder würden steigen und dementsprechend ist der Paul in einer blöden Lage, denn wenn er nichts sagt, dann würden die Anleiherenditen weiter nach oben schießen und praktisch die Wirtschaft weiter überhitzen. Das wäre sozusagen das zumindest, was der Markt ausmachen würde. Und wenn er was sagt und sagt, ja, das lassen wir uns nicht gefallen oder wir werden früher vielleicht ein bisschen gegensteuern müssen, dann wäre das hawkisch und das ist auch nicht gerade das, was die Aktienmärkte lieben. Also Pest oder Cholera könnte man sagen. Das ist die Wahl, die jetzt Jerome Powell derzeit hat. Und dementsprechend kommt es einer heutigen Aussage, die normalerweise jetzt diese Aussagen nämlich vor dem US-Kongress nicht so wichtig sind, kommt aber doch eine sehr große Bedeutung zu. Und die Märkte, die sind auf Anschlag in vielen Bereichen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Also Jerome Powell, heute 16 Uhr ist die Anhörung normalerweise, das ist für mich noch nicht verifiziert, aber normalerweise kommt dann 14.30 Uhr der Text, den Jerome Powell dann vorliest. Mal sehen, ob es heute auch so ist. Wir sehen hier jedenfalls die 10-jährige US-Staatsanleihe kurz vor ihrem Widerstandsbereich, was die Rendite betrifft, 1,45 bis 1,50%. Das ist dieser große Widerstandsbereich, war auch das Tief, glaube ich, in 2019 damals und 2020. Da ist es also nie drunter gegangen. Würden wir da drüber gehen, dann wäre natürlich hier richtig was im Gange. Dann wäre das Feld doch ziemlich offen. Und wir sehen, dass die Märkte jetzt schon ziemlich vorpreschen. Und aufgrund dieser Überhitzungstendenzen, die sich abzeichnen, jetzt sagen, okay, wir werden 4 Zinsanhebungen bis Ende 2024 sehen. Zinsanhebungen, meine Damen und Herren, nicht Zinssenkungen, also für die Jüngeren unter Ihnen, Zinsanhebung ist das Gegenteil einer Zinssenkung. Das habt ihr noch nie erlebt wahrscheinlich, gell? Ist schon ein bisschen her, die Großväter und Steinzeitboomer unter uns werden sich erinnern, aber jedenfalls, das wird von dem Markt jetzt eingepreist und gestern hat ja Christine Lagarde praktisch schon interveniert und gesagt, also wir haben das durchaus auf der Watch, diese langlaufenden Staatsanleihenrenditen und naja, da muss man sich fragen, wo ist eigentlich das Problem in der Eurozone? Wir haben eine 10-jährige italienische Anleihe mit 0,59%, also im Vergleich zu der US-Anleihe deutlich geringer, die ja bei 1,4% steht. Wir haben die spanische Anleihe so um und bei 0,3%, plus 0,3%. Wir haben die französische minus 0,1% und wir haben die deutsche Staatsanleihe minus 0,3% und ein paar zerquetschte Prozent. Also wer da irgendwie Probleme hat mit Renditen, die teilweise negativ sind, der lebt auf einem anderen Stern. Das ist eigentlich ein völlig anderes Ding als eben in den USA, wo dann eine 30-jährige Staatsanleihe eben doch 2,3% an Rendite inzwischen abwirft. Also Rendite, Zinsen, es gibt es noch, man glaubt es ja kaum und dementsprechend ist Lagarde gestern vorgeprescht. Jetzt die Frage, was wird Jerome Powell heute machen? Wird er so etwas ankündigen wie die sogenannte Yield Curve Control, also die Kontrolle der Zinskurve, indem man dann eben selber aktiv wird am Markt und langlaufende Staatsanleihen kauft, dadurch den Markt manipuliert, dadurch praktisch die Zinsen, die Renditen nach unten manipuliert, um eben die Zinskurve nicht noch weiter sich versteilen zu lassen. Hier sehen wir mal die Konsequenzen dieser Reflationsidee, die derzeit bei den Märkten vorhanden ist. Wir sehen den Bloomberg Commodity Index auf dem höchsten Stand seit 2013, jetzt vor allem im Februar massiv gestiegen. Gestern ist ja sogar Gold gestiegen, obwohl der Realzins weniger negativ geworden ist, dazu gleich mehr. Und wir sehen natürlich insgesamt Commodities in Relation zu Equities, also
also Rohstoffe in Relation zu Aktien natürlich historisch jetzt nicht gerade teuer, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, das ist natürlich schon eine Geschichte, die fundamental Sinn macht, wenn eben die Wirtschaft wirklich anspringen sollte. Das muss halt schon passieren, sonst ist da ein Problemchen. Und wir sehen, dass dann auch zum Beispiel solche Bewertungsübertreibungen, um es jetzt einmal sehr defensiv zu formulieren, in Sachen Tesla. Da ist Tesla zum Beispiel genauso viel wert wie der gesamte Ölsektor im S&P 500. Also wie alle großen Ölkonzerne, ExxonMobil, wie sie alle heißen, wie alle Drillers, also wie alle Ölförderer, wie alle Service Companies, Schlumberger etc. und Refiners, also Raffineriebetreiber, das ist eine Menge Holz. Tesla ist genauso viel wert. Gut, kann man so hinnehmen. Klar werden viele argumentieren, gut, Tesla sei die Zukunft, Elektromobilität, bla bla, aber kommt die wirklich so, wird wirklich dann in 10, 20 Jahren kaum mehr ein anderes Auto als ein Elektrofahrzeug auf der Strecke sein? Ich wage das zu bezweifeln, auch wenn der politische Wille eben dahin geht. Aber wir sehen dann eben Tesla gestern unter Druck, Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, 710. Kürzlich waren wir noch über der 800er Marke, also da geht was nach unten und jetzt sinkt auch noch Bitcoin. Jetzt so um und bei an der 50.000er Marke, was für Tesla, die ja 1,5 Milliarden an Bitcoin gekauft haben, vielleicht dann auch ein Faktor sein könnte. Insgesamt sehen wir eine massive Outperformance von Tech respektive Small Caps gegenüber Tech-Werten. Tech jetzt unter Druck mit den steigenden Renditen. Hatte mehrfach schon erklärt oder versucht zu erklären, warum, weil eben Wachstum in einem Umfeld, wo man sowieso Wachstum erwartet, also Wachstumsunternehmen aus dem Tech-Sektor, wo man sowieso für die gesamte Wirtschaft starkes Wachstum erwartet, dann relativ unattraktiv werden. Wir sehen hier unten Two-Day-Change, also die Zwei-Tages-Veränderung beim Nasdaq negativ, wie schon seit langem nicht mehr, und vor allem Nasdaq zum Russell 2000 deutlich unter Druck. Wir sehen Russell 1000 Growth gegen Value, also wir sehen, dass Growth jetzt verkauft wird und Value eben gekauft wird, was immer Value ist. Da ist viel als Value bezeichnet, was faktisch Trash ist, aber das mal nur nebenbei. Jedenfalls sehen wir, dass da Growth ein Problem hatte derzeit, und das liegt eben auch an den steigenden Renditen, liegt an der Wachstumserwartung. Und wir sehen hier, das ist so ein bisschen eine Erinnerung an das, was im Jahr 2000 passiert ist. Da kippte dann plötzlich dieser Growth-Sektor auch weg in Relation zu Value. Das war dann kein gutes Vorzeichen für den Gesamtmarkt im Jahr 2000. Wird natürlich diesmal anders sein, aber es sind schon so ein paar Parallelen, die auffällig sind. Dazu gleich mehr. Wir haben jetzt den Triple Q, also das maßgebliche Nasdaq-ETF, unter diesen Aufwärtstrendkanal gefallen. Kurzfristig schon ein bisschen Überverkauf, positive Divergenz so langsam im RSI, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die Vola hier durch die Decke schießt, hier VXN, das ist praktisch der VIX des Nasdaq, also die Vola-Erwartung für die Nasdaq-Aktien, da sind wir jetzt über ein wichtiges Widerstandsniveau nach oben gekommen, da könnte also nochmal Nervosität reinkommen in Sachen Nasdaq, aber wir sind eben in vielerlei Bereichen auf Anschlag. Hier sehen wir nochmal, was gestern passiert ist, wieder Energy ganz stark. Wir sehen Information Technology über 2% im Minus. Wir sehen auf der anderen Seite Financials wieder sehr stark, fast 2% im Plus oder 1% im Plus. Wir sehen Utilities, die schwer unter Druck sind, weil das sind eben Werte, die vorwiegend dividendenstark sind. Und wo brauche ich Dividende, wenn ich sonst auch wieder Renditen am Markt bekomme, zumal eben dieses Utilities-Versorgerbereich oft nicht so furchtbar attraktiv ist als Geschäftsmodell. Also, das ist so ein bisschen das, was passiert ist. Und hier nochmal diese Analogie jetzt zum letzten Jahr. Wir hatten im letzten Jahr, also 2020, den Hochpunkt am 19. Februar. Dann kippte es nach unten. Gestern sind wir mäßig nach unten gekippt, was den S&P betrifft, aber sehr stark, was den Nasdaq betrifft. Wir sind jetzt immerhin sowohl bei Nasdaq als auch bei Dow Jones 5 Tage in Folge negativ. Beim S&P fühlt sich das gar nicht so an. Der Dow Jones hat es ja gestern sogar noch ins Plus geschafft, während der Nasdaq, glaube ich, über 2% verloren hat. Das ist schon eine gewaltige Divergenz. Und wir sehen hier Jeff Gundlach, der Bond King mit Feeling Marty Zweig Early Oktober 1987. Am 16. Oktober nämlich hat Martin Zweig damals gewarnt, ich erwachte einen Crash, I'm looking for a crash.
Das war, wie gesagt, Freitag, der 16. Oktober. Und dieser Crash passierte dann am Montag, den 19. Oktober, damals 1987, also 3 Tage später. Das war dann der sogenannte Black Monday. Ich weiß nicht, warum Jeff Gundlach hier vor einem Crash warnt. So schlimm scheint es mir jetzt nicht zu sein. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich halt so dermaßen bullisch bin, gell? Das wissen Sie, dass ich schon zum Rinderwahn neige. Und jetzt kommt auch Ray Dalio und sagt, hier habe ich einen neuen Bubble-Indikator und dann habe ich festgestellt, dass um und bei 5% der Top 1000 Companies in den USA praktisch unsustainable levels haben, also praktisch unhaltbare Bewertungsniveaus haben. Jetzt frage ich mich, 5% ist ein bisschen bescheiden, gell? Aber gut, na, wir haben ja explodierende Wirtschaft. Nein, und dann kannst du ja praktisch alle Bewertungen rechtfertigen, auch to the moon. Na, wie hier die Bubble Boomer meinen. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist jetzt auch, oder das schwierig zu erklärende ist, wir haben auf der einen Seite die Tendenz zu stark steigenden Staatsanleihen gesehen. Okay, auch zu US-Staatsanleihen, deren Renditen stark steigen. Warum kommt der Dollar nicht aus dem Quark? Hier sehen wir den Dollarindex wieder. Der Chart, meine Damen und Herren, von Capital.com. Wir sehen, der ist eher unter Druck, tendiert vielleicht sogar dahin jetzt nach unten auszubrechen, hat jetzt hier eine wichtige Unterstützungszone, da muss er halten, sonst wird es wirklich schwierig. Ungewöhnlich, normalerweise haben wir schon eine Korrelation zwischen steigenden Renditen und der US-Dollar, denn normalerweise fließt dann eben Geld in den Dollarraum, weil es da wieder Renditen zu verdienen gibt. Und wir sehen, dass Gold sich auch komisch verhalten hat gestern. Es ist gestiegen, obwohl die reale Rendite, die hier invers dargestellt ist, also umgekehrt, weniger negativ geworden ist, also die realen Renditen sind nach oben gegangen, normal schlecht für Gold, aber gestern Gold gestiegen, auch das ist etwas merkwürdig. Und in dieses ganze Inflationsthema kommt jetzt zum Beispiel das, was Walmart angekündigt hat, man wird jetzt die eigenen Mitarbeiter mit einem Mindestlohn von mindestens $15 versehen, bisher gibt es einen Mindestlohn, der deutlich unter $10 ist, also $15, das heißt dann faktisch wieder die Löhne steigen, das heißt dann faktisch natürlich inflationärer Druck letztendlich, das ist doch deutlich zu beachten. Und jetzt ist eben die Frage, wie ist die Fed aufgestellt in Relation zur EZB? Christine Lagarde hat gestern schon ihren Text losgelassen, hat gesagt, ja, das schauen wir uns genau an. Fed Sparkin, der Richmond Fed-Chef, hat gestern gesagt, ja, aber es gibt so viele disinflationäre Drucksituationen, also der deflationäre Druck in so vielen Bereichen, der dürfte weitergehen. Dementsprechend glaubt er nicht, dass die Businesses ihre Preise deutlich erhöhen können. Das ist eben jetzt die Frage, wie sieht es die Fed? Das ist das, was die Teile der Fed sehen. Ja, wir haben vielleicht ein kurzes Überschießen mal der Inflation, vielleicht mal über 2%. Vielleicht geht es auch mal ganz kurz über 3%, aber mehr ist dann nicht. Oder ist das eben jetzt wirklich das Thema, das dann nachhaltig ist, dass das System total überhitzt? Denn jetzt haben wir ja die Situation, die Notenbanken drucken 120 Milliarden. Dollar, respektive die Fed alleine pro Monat in das System. Dann haben wir noch diese Stimulus-Geschichte, 1,9 Billionen. Jetzt fordert die Politik, die Regierung, dass Powell dieses Ding unterstützt, diesen massiven Stimulus unterstützt, der dann nochmal obendrauf käme. Also da ist natürlich schon eine Menge Holz. Wenn jetzt die Geldumlaufgeschwindigkeit steigt, dann wird die ganze Geschichte richtig schwierig. Und schwierig ist auch die Geschichte mit dem Friseur. Hier sehen Sie die wohlgeordnete Frisur von Boris Johnson. 49 Tage noch, bis die Hairdressers wieder öffnen in England. Hier in Deutschland ist es ja eine Woche knapp, 1. März. Sie sehen bei mir, hat sich da ein Friseur schon eingeschlichen, offenkundig bei diesem Wildwuchs an Haaren, den ich ja normalerweise habe. Also auf jeden Fall, man freut sich schon langsam wieder auf Friseure. Und auf der anderen Seite sind die Briten jetzt im Vergleich zu uns Deutschen relativ stark schon durchgeimpft. Und wie Daniel Eckert von der Welt hier sagt, naja, mal gucken, ob die Stimmung kippt, wenn die Briten dann im Osterurlaub auf Mallorca praktisch ihr Handtuch auf die Liegen schmeißen und wir sitzen daheim und schauen uns das an, dann wird die Stimmung kippen. Und ja, da, wo die Deutschen am empfindlichsten sind, meine Damen und Herren, das ist das Handtuch auf der Badeliege. Da versteht der Deutsche ja keinen Spaß. Und wenn der Brite sich da ausbreitet, uiuiuiui, das wird eine ganz harte Geschichte. Aber zurück zu den Märkten, schauen wir uns mal an, wie heute diese
dieses Dilemma gelöst wird von Jerome Powell. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Sagt er etwas? Deutet er etwas an, wie gestern Christine Lagarde, vielleicht sogar Yield Curve Control? Oder sagt er, ja Leute, macht euch mal locker, das wird eine kurze Geschichte sein. Da sind wir völlig entspannt. Aber die Märkte, die sind oft ein bisschen schlauer als die Fed. Wie oft hat sich die Fed geirrt mit Prognosen? Wie oft haben die Märkte gesagt, nein, ihr könnt nicht die Zinsen anheben, als die Fed noch meinte, sie wolle die Zinsen anheben, etc. Da haben die Märkte schon lange sozusagen hinter die Kulissen geguckt. Und jetzt ist eben die Frage, wenn Paul hier so etwas sagt, dann könnte man das auch als Bluff erkennen und dann würden die Renditen weiter steigen. Und dann haben wir durchaus Turbulenzen am Aktienmarkt, gerade was die Tech-Werte betrifft, die jetzt in einer kritischen Situation sind. Entweder wir sehen dann eine Erleichterungsrallye nach oben, wenn eben Paul da so ein bisschen den Riegel vorschiebt, oder das passiert nicht, dann knallt es richtig. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Dienstag und sage Servus und Ciao.